الله الرحمن الرحيم. Als Yazid an die Macht kam, begann ein weiteres dunkles Kapitel für die Muslime. Er besaß nicht nur viele der üblen Eigenschaften seines Vaters, er machte sich auch in aller Öffentlichkeit über den Islam lächerlich. Er war oft betrunken und bekannt für sündhaftes Vergnügen mit Musik und Tanz. Er fürchtete Allah subhanahu wa ta'ala nicht, weshalb er auch viele unschuldige Menschen umbringen ließ. Während sein Vater den Islam eindeutig missbrauchte, war sein Sohn Yazid bereit, die Religion zu vernichten. Zu dieser Zeit war Imam al-Hussein a.s. der Imam der Zeit. Er lebte in Medina mit seiner Familie und war als Imam und frommster Mensch bei allen bekannt. Yazid tolerierte das Imamat von Imam al-Hussein a.s. absolut nicht, da er seine Macht als Herrscher der Muslime in Frage gestellt sah. Er sandte einen Brief an den Gouverneur von Medina mit der Aufforderung, vom Imam a.s. per Ultimatum den Treueeid zu fordern. Es war am Ende des Monats Rajab, als der heilige Imam a.s. die Stadt verließ, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden. Mit der Absicht zur Pilgerfahrt begann seine Reise Richtung Mekka.